Hey, dann sitzt mich Andreas zwischen der Zeit. Heute geht es um das Thema die Aufschieberitis. Daran leidet es mit Sicherheit jeder, du auch schon mal. Ist beste Zeit, das Wissen zu unterbrechen. Aufschieberitis ist, wenn du einfach anfängst und dir Fristen setzt. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Geschichte schreibst, ich schreibe auch eine Geschichte, da habe ich jetzt angefangen. Ist mir jetzt ein paar Seiten bisher. Ich möchte die bis September fertig haben, die dann auch veröffentlichen. Und da habe ich mir erzählt, dass ist dann fertig und dann veröffentliche ich die. Und halt immer schrittweise. Also jeden Monat zum Beispiel mache ich jetzt, jeden Monat setze ich halt, bei mir ist halt die und die Seitenzahl oder Wortzahl pro Tag und dann immer so weiter. Und nach bis halt das Ziel erreicht hast und jetzt in meinem Fall, ich mache jetzt im September das Buch fertig, aber vielleicht auch früher. Bei mir ist halt, ich habe ein Tagesziel gesetzt, jeden Tag halt 500 Wörter für meine Geschichte zu schreiben. So. Und jeden Tag 500 Wörter, das ist ja dann im Monat so, das sind 15.000 Wörter. Also das, da wird das, was ich jetzt schreibe, geht in den Bereich Mystery. Das wird dann schon, denke ich mal so, ungefähr 150 oder noch mehr Seiten sein. Also ein kleinerer Roman ist das eher dann. Wenn du auch halt Aufgaben hast, Ziele hast, dann, die du auch machen möchtest, nehmen wir zum Beispiel das Traditionsziel, also Beispielziel, jetzt nenne ich halt immer, du willst halt zum Beispiel Marathon machen und dir kommt ja jetzt was zwischen, aber dann machst du halt einen festen Plan. Du trainierst jede Woche 3 Stunden, das hältst du auch fest ein, zu der Uhrzeit von zum Beispiel morgens von 7 bis 8 Uhr. Machst halt 1 Stunde Training und dann abends nochmal 1 Stunde. Ja, und dann kommst du halt ein bisschen besser, 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 besser. Und wenn das Marathon anfängt, dann bist du auf jeden Fall vorbereitet und egal welchen Platz du erreichst, auf jeden Fall machst du mit. Und das ist die Hauptsache, dass du mitmachst und dir Spaß macht. Vielleicht bist du auch am Platz. Also ich will damit sagen, auch Aufschieberitis, ganz am besten brechen, wenn du halt die Fristen setzt, was du zu dem Zeitpunkt dann fertig haben möchtest. Am besten halt Tagesziele, Wochenziele, Monatsziele setzen und die auch einhalten. Das aufschreiben, auf dem Whiteboard oder im Notizbuch. Und ja, Aufschieberitis, ganz am besten brechen, wie gesagt, mit Fristen und am besten machst du das auch. Du sollst dein Ziel erreichen, falls du dich gefahren hast, dann hoch, dann runter, bis zum nächsten Mal, dann sagst du, ciao.